Alter, was geht ab, Leute? Homie, ihr könnt schon sehen, das ist nicht mein Account. Oder eigentlich schon mein Account, aber nicht mein Main-Account. Und am Titel des Videos, was ich echt schade finde, dass man keine Überraschung einbauen kann, weil der Titel halt bereits alles verrät. Aber, wer sich noch erinnern kann, ich habe mal einen Account geschenkt bekommen. Moment, ich habe mir mal aufgeschrieben von wem. Vom Kollegen Marc, genau. Haben wir mal im Livestream genau angeschaut. Es gab verschiedene Vorschläge, was ich damit machen soll. Den auf Level 40 hochleveln zum Beispiel. Was jetzt halt nicht möglich ist, weil ich A. nicht die Zeit habe, B. nicht die Lust und C. mein zweites Handy, also mein iPhone, nicht mehr kompatibel mit Pokémon ist. Also das fällt schon mal weg. Und überraschenderweise haben sehr wenige Leute danach gefragt, dass ich den verschenken soll. Und ja, jetzt werde ich ihn aber verschenken. Aber hat mich echt gefreut, dass, also, als ich den bekommen habe und dann das Video gemacht habe, dachte ich, war ich mir ziemlich sicher, dass dann so richtig viele Anfragen kommen, so gebettelt um den Account. Und war positiv überrascht, dass halt dann echt wenig kam. Hat wahrscheinlich auch mit der Tatsache zu tun, dass die meisten ihren Account selber hochleveln wollen. Was ich verstehen kann, dementsprechend, ich habe auch mal ein Video gemacht, zwecks Account kaufen, verkaufen. Da haben wir einen interessanten auf eBay gefunden. Und da waren auch die meisten dagegen. Wollen alles selber machen. Was ich verstehen kann. Fangen wir mal ein Pokémon für ihn. Schon lange nicht mehr gemacht. Schon lange nicht mehr eingeloggt. Dementsprechend. Aber ich weiß auch, dass ein paar kein Problem damit haben. Und alle, die kein Problem damit haben, können bei dem Gewinnspiel mitmachen. Mehr Infos gleich. Weil ich habe echt absolut keine Verwendung für den Account. So. Erstes Pokémon seit Ewigkeiten. Quest auch noch gar nichts gemacht. Hier, hallo, bla bla bla. Erster Tag der Quest. Also, der kann sogar noch Mew bekommen. Wer weiß, vielleicht bekommt er ein 100er Mew. Pokémon-technisch haben wir uns den mal angeschaut. Können wir aber demnächst in dem Livestream, wollte ich das machen. Vielleicht heute im Livestream den Account nochmal genau anschauen. Aber er hat zum Beispiel vier Mewtwo. Wo sind die anderen zwei? Hier. Was damals, wo ich den bekommen habe, noch richtig krass war. Weil als ich den bekommen habe, ich hatte 0 Mewtwo. Jetzt habe ich 9, morgen meinen 10. Und dann für eine Weile erstmal gar keinen, weil die irgendwie jetzt werktags immer kommen, die Mewtwo-Einladung. Also die X-Rays finden dann immer werktags irgendwie statt. Jetzt zweimal hintereinander Montag. Ich meine, jetzt morgen kein Problem, aber dann nächste Woche nochmal. Das geht echt nicht klar. Und dann, wenn es wieder Montag ist oder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also wenn das echt weiter so durchrotiert. Die Woche durch, erst Montag, dann Dienstag, dann Mittwoch, dann Donnerstag, dann Freitag, dann werde ich echt eine lange Zeit kein Mewtwo mehr bekommen. Aber mehr zu Mewtwo vielleicht in einem anderen Video. Ein Rage-Video, wieso jetzt die Einladung, die X-Raids an Werktagen stattfinden. Auf jeden Fall der Account, Livestream werden wir uns nochmal genau anschauen. Und nochmal danke, Shoutout an Marc für den Account. Der Account war gespooft, muss man ehrlich sagen. Deswegen hat er auch die Mewtwo, das sieht man an den Arenen und so, wo er war. Ziemlich low level für gespooft, aber das war jetzt kein Hardcore-Spoofer. Er hat ein paar Sachen gespooft, aber nicht durchgehend, nicht 100% spoofen. 100er Galaxus ist interessant, den hätte ich mir auf jeden Fall rübergetauscht. Aus. Dagenheim, England, United Kingdom, alles klar. Aber wie gesagt, die schauen wir uns nochmal genau an. Und überraschenderweise, obwohl das ein Spoofer ist, keine schwarze Meldung. Kein Shadowban, kein Permaban, weil gegen Spoofer wird ja gerade momentan richtig hart. Alter, das nervt. Moment, jedes Mal, wenn man sich umloggt, dann sind die drei hier wieder aktiv. So, momentan wird ja richtig hart vorgegangen gegen die Spoofer. Da werden echt eine Menge sogar komplett gebannt. Der Account hat hier alles überlebt. In der Zwischenzeit hat er aber auch überhaupt nicht gespielt. Also das letzte Mal, wo ich eingeloggt war, war bei dem Livestream damals, wo wir den abgecheckt haben. Ja, und wie kann man mitmachen? Einfach unten in die Kommentare was schreiben, dass ihr mitmachen wollt. Also, kann man das filtern? Ich glaube nicht. Also, auch wenn ihr nicht mitmachen wollt und unten kommentiert, kann es dann sein, dass ihr das gewinnt. Da müsst ihr halt nochmal auslosen. Es gibt, glaube ich, so Seiten, da kann man alle Kommentare durchfiltern und dann aus allen Kommentaren einen Gewinner auslosen. Dementsprechend schreibt einfach unten in die Kommentare, dass ihr da mitmachen wollt. Ihr müsst nicht mal schreiben, dass ihr mitmachen wollt. Könnt irgendeinen Kommentar hinterlassen, weil
glaube, die Seite kann das nicht auseinanderhalten. Die sucht einfach irgendeinen Kommentar aus, jedem Kommentar aus. Liken wäre nicht schlecht. Kann man teilen? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt teilen kann. Liken, teilen, was auch immer, ist eigentlich nicht so wichtig. Weil ich habe keine Verwendung für den Account, also falls irgendjemand den bekommt, der ihn noch gebrauchen kann, würde es mich freuen, den haben will. Weil ansonsten vergammelt er echt nur. Und 4 Mewtwo sind echt nicht schlecht. Es gibt immer noch Leute, die immer noch keinen haben und immer noch einen haben wollen. Und das Gewinnspiel geht wahrscheinlich, bis ich die 15.000 Abos erreicht habe, was hoffentlich nicht mehr so lange dauern wird. Wahrscheinlich könnte ich auch irgendwas mit Instagram machen, weil da bräuchte ich eigentlich mehr Follower. Aber das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also jeder, der mir auf Instagram folgen will, der soll mir halt folgen, weil es ihn interessiert und nicht, weil es irgendwas zu gewinnen gibt. Also folgt mir auf Instagram, würde ich damit sagen. Ansonsten viel Spaß mit dem Account. Wir schauen ihn uns heute wahrscheinlich im Livestream an. Und wenn nicht, dann irgendwann die Tage auf jeden Fall. Viel Spaß, viel Glück. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.